Wieso laufe ich hier unten eigentlich noch weiter rum? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich müsste ich jetzt doch richtig schnell zusehen, dass wir hier bloß Land gewinnen. Ich meine, wir können ja auch die Melonsamen nehmen, abhauen und später wiederkommen. Dazu hätte ich übrigens gerne ein Obsidianportal, aber das würde ich gerne dahin machen, wo natürlich unsere Behausung ist. Da ist eine Sackgasse, aber da oben geht es noch weit. Ach Mann, ey. Oh Gott. Oh, ach Mann. Alter, das gibt's überhaupt nicht. Ich mach mal hier gerade den hier. Spinnen, Zombie und... Ach, hör auf, da oben geht's auch noch weiter. Und da hinten ist irgendein Zwielicht. Das sieht aus, als wäre da entweder Lava oder Tages... Wahrscheinlich Lava. Wir müssten gerade so tief unter der Erde sein. Oh, hallo. Alter! Und da sind immer noch Schritte. Das heißt, die können... Da kann jederzeit Nachschub von oben runterplumpsen. Natürlich! Hallo, mein Freund. Hier! Für deine Mühen! Scheiße. Das hört sich so an, als würde das da oben gar kein Ende nehmen. Ich höre immer noch einen Zombie, ich höre immer noch einen Bogenschützen. Oh, eine kleine Goldader. Wie schön. Wenn es was bringen würde, wäre es richtig schön. Ach komm, ich mache hier einfach zu, dann spare ich mir die Fackel. Ach, na super. Was war das denn gerade? Ach Mann, ey. Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Alter! Ich hab die gerade voll auf dem Ohr. Das hört sich an, als würden die bei mir auf dem Schoß sitzen. Wo sind die? Ach, ich kann die Kohle eh nicht mitnehmen. Wo sind die? Sind die etwa oben? Nee, da grabe ich auch nicht hin. Boah, das macht mich wahnsinnig! Da hinten geht's noch hin.
Ja, ich bewundere, dass hier alles so richtig einsichtig ist. Das Blöde ist, wenn man sich nach oben arbeitet, kann jederzeit irgendwas von oben runterfallen. Da geht's noch weiter nach oben. Och Mensch, hör doch mal auf. Hab dich gesehen, Spinne. Wie viele Fackeln wir hier auch schon verbraten haben, ist natürlich auch ein Fest eigentlich. Und wie riesig hier alles ist, meine Fresse. Da muss ich erstmal ein Brot reinschaufeln. Ohne Fackeln gehe ich hier keinen Schritt weiter hoch. Na. So. Die Musik ist zum Glück auch total entspannt. So, da mache ich mal eine andere an. Und welches, was waren jetzt hier? Ah. So. Weg damit und damit auch. Und weiter geht's. Wohin auch immer es weitergeht, ich habe keine Ahnung. Irgendwo werden wir letzten Endes schon ankommen. Und ich glaube, es ist auch scheißegal, in welche Richtung ich gehe, weil wir gehen sowieso immer irgendwohin weiter. Also einer bescheidenen Vermutung nach würde ich sagen, diese Höhle hier umrundet wahrscheinlich einmal komplett die ganze Welt hier, die wir hier generiert haben. Zumindest kommt mir das langsam so vor. Ach, hör auf, na oben, nein! Bis uns irgendwann mal hier so ein Creeper erwischt, weil wir zu vorwitzig inzwischen hier rumlaufen. Ach du Scheiße. Das ist ein verdammtes Megalabyrinth. Hey, Gronkh, in meiner Map habe ich eine Höhle, die ist 50 Trilliarden mal größer als deine. Ja, natürlich hast du das. Gar keine Frage. Und da habe ich den Melonsamen schon nach 2 Nanosekunden gefunden. Ja. Natürlich hast du das, gar keine Frage. Und da war ich auch mit dem Redstone viel schlauer als du, ja? Pam! Natürlich warst du das. Ich fange mir auch viel schneller eine Platzwunde am Kopf ein als du, ja? So, ach, schau. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich überhaupt noch lang gehen soll. Ich kann ja überall lang gehen. Das ist ein Trauerspiel. Ach, Scheiße. Waren wir hier? Nein, hier waren wir auch noch nicht. Das ist doch so absolut unbelievable Tatsachengedöns. So, Trouble ahead, würde ich mal sagen. Aber wo?
Mann, ich wollte auch ein Portal bauen. Ich brauche mal Diamanten eigentlich. Nicht, dass ich hier Ansprüche stellen würde. Tja, macht euch, also bereitet euch mental schon mal darauf vor, dass wir die nächsten 300 Jahre wahrscheinlich hier unten verbringen werden. Ich hoffe, das stört euch nicht und ich bin ja zumindest schon mal froh, dass ich aufgehört habe, hier die ganzen, das ganze Holz abzubauen, weil ich glaube, das wäre eine Lebensaufgabe geworden. Na nü, Moment. Was ist denn Setzer? Hier waren wir doch nicht vor allzu langer Zeit. Das gibt's gar nicht. Wie, huch. Wie das hier alles so aneinander hängt, das ist völlig... Also das ist, ach nee, der Max schon wieder. Ich glaube, der hat echt irgend so ein Geltungsbedürfnis, dass er uns die ganze Zeit mit seinem Gewimmer in den Ohren liegen muss. Ich mag das Lied ja sehr gerne, aber doch nicht 10.000 Mal hintereinander. Ach, scheiße. Eine Spalte. Ach, Freunde. So, ich habe mal lieber das Loch zugemacht, damit uns von unten keiner angreifen kann. Lieber mache ich dann... Wo kommt denn das her? Ach du Scheiße. Na, jetzt aber hier. So, das reicht. Alter, wir werden hier nie mehr rausfinden. Nie mehr. Ich glaube fast, es war ein Fehler, hierher zu kommen. Melonsamen-technisch natürlich super. Aber zu welchem Preis? Habt ihr das gesehen? Na, Mütze? Mütze! Mist. Na, nü? Cool. Ich gehe aber nicht runter. Das ist mir ein bisschen zu steil. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Tut mir leid, wenn ich das gerade so oft sage, aber ihr wisst vielleicht... Oh mein Gott. Hehehehehe.